Totenstille hier in Köln. Niemand will halt verlieren. Daniel hat jetzt alles auf einem Fuß. Kommen Sie, ey. Was geht, Freunde? Willkommen zur neuen BeatFK-Folge. Ich bin immer noch ungeschlagen und deswegen haben wir heute einen neuen Kandidaten, der mich herausfordert. Der Pott ist groß, also wenn ihr euch bewerben wollt, dann tut das hier. Und wen wir uns heute ausgesucht haben, seht ihr jetzt. Servus, ich bin der Daniel, bin 18 Jahre alt, spiele beim VfR Aalen in der Oberliga als Stürmer und freue mich heute extrem auf die Challenge gegen Felix. Was geht, Daniel? Schön, dass du da bist. Du hast gesagt, du spielst Oberliga, das ist allerdings die Jugend. Eure erste spielt ja Regionalliga und da hast du gesagt, trainierst du auch manchmal mit? Ja. Geil, auf jeden Fall stabiler Typ. Beides Stürmer heute, also ein Stürmerduell. Was hast du dir ausgesucht, wenn du mich schlägst? Was wandert in den Pott? Der Superfly 7 von Safari, von Ronaldo. Alles klar, also Ronaldo-Fan auf jeden Fall. Ja, ganz stark. Geil, auf jeden Fall. Freue ich mich. Die Challenge wird cool. Wir starten mit Five Shot. Du legst vor. Okay. Schau mir das mal an, was der Daniel hier drauf hat. Nein! Mach dazu. Oh! Oh! Krasse Technik, Junge. Hättest du dir verdient gehabt. Stark gehalten, Bruno. Einen bekommst du noch. Oh, machst du gut. Oh! Der hast du dir sehr weit hinten gelegt, ne? Ja. Ärgerlich, ärgerlich. Krasse Technik. Den einen setzt du richtig krass oben rechts hin. Aber trotzdem ein Tor. Ja. Was hast du dir vorgenommen? Hat er eigentlich was gesagt? Zwei, drei? Nein. Ich wollte eigentlich drei machen. Ja. Weil ich muss ja eine Chance haben gegen dich. Deswegen einen schon. Nicht zufrieden. Ja, aber du hast ja noch einen zweiten Durchgang, deswegen. Ja. Und ich muss auch erstmal machen, deswegen ja. Fokus. Ah, schade, Bruno, schade. Stark, Bruno, ganz stark. Hält er stark. Ah, schade, schade. Also der First Touch hier, der war perfekt, weißt du? Der Ball bleibt halt hier liegen. Vier Tore. Bam! Zweiter Durchgang, Daniel. Ich hab's vorgemacht. Ja. Wenn ein Innenpfosten geht. Ja, was willst du machen? Was willst du machen? Ja. Okay, Daniel. 4-1. Alles drin. Stark ausgeguckt. Oh! Stark. 2 von 2. Ja. Schade. Von rechts. Lässt sich auf jeden Fall viel Zeit. Auch vorbei. Boah, starker Schuss. Ich habe nicht gesehen, ob er zentral war oder in die Ecke oder so. Ja, er war schon zentral. Rein rechnerisch habe ich die erste Challenge gewonnen. Ich mache trotzdem jetzt den zweiten Durchgang. Bisschen Battle mit Bruno. Habe ich Bock drauf. Ah, Junge, Junge, Junge. Schade, schade. Boah, schade, schade. Ich muss sagen, ein bisschen der Druck hat gefehlt, aber wieder mit 2 Toren. Damit beenden wir die Challenge mit 6:3. Zweite Challenge, seht ihr jetzt. Ich brauche aber erstmal so 1 Stunde, 1,5, um wieder klar zu kommen. Nein, los geht's. So, Freunde, zweite Challenge, die hat es echt in sich, bin sehr gespannt. Wir stehen nämlich hier Rücken an Rücken und haben die Augen dabei zu. Konzi steht hinter der Kamera und wirft irgendwann einen Ball und wir dürfen Augen aufmachen und loslaufen, sobald der Ball auftitscht. Wer ist schneller auf dem Bein und wer macht am Ende das Tor, weil wir haben auch noch ein 1-gegen-1 gegen Bruno. Also geisteskrank, kompliziert und schwer, oder? Konzi, was sagst du? Mach ein Tor, gewinnst du, machst kein Tor, verlierst. Hey! Er ist mal so schlau. Ja. Falls ein Foul geben sollte oder so im Zweikampf, dann sind wir natürlich ehrlich und dann gibt es einen Elfmeter für den anderen. Das war zu kurz, sorry. Konzi, ey. Ja, warte. Boah, geht. War faul oder normal? Ja, war schon faul. Sag mal so, ich bin schon eigentlich vor dem Mann ja. Und werde dann umgerissen. Schwer, keine Ahnung. Ja, dann mach Helfer. Stark, Bruno, ganz stark. Helter, so ist es. Konzi bekommt wieder den Ball. Ready? Stark. Ich hätte dich auch noch so umbieten können, ja, aber... Ich hab's gemerkt. Ja, ich bin halt so ein Stück hinter dir. Ja. Machst du gut? In der Liga hätte ich ihn auch umgehauen. Junge, ich hab's so schlecht... Ja! Junge.
ich höre das, wie das bei dir an der Hand weggeht, dann starte ich und dann bin ich weg. 2-0. Wenn ich jetzt aber einen Ball hier reinmache, dann ist schon vorbei, oder? Du hast gewonnen, ja. Okay. Abwehrspieler oder doch Stürmer? Was sagst du, Kasa? Schwierig? Ja. Nein! Oh. Ja, aber ist ja eh vorbei. Na, Daniel, zweite Challenge gewonnen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Challenge fandet, ob wir die öfter machen. Und dann gehen wir jetzt ins Elferschießen. Wir machen es ganz klassisch. Jeder hat 5 und wir machen es abwechselnd. Du fängst an. Okay. Schade. Anspannung ist aber hoch. In die Mitte. 1-1. Macht er stark, macht er sehr stark. Na, wenn du gewinnst, hast du auch die längste Siegesserie, wenn man 4 oder 5. Ah, jetzt spann den Bogen nicht so. Macht auch sein Ding. 2-2. Ja, Junge. Wolltest du erst nach da? Ich habe kurz noch mal hochgeguckt und da dachte ich, du gehst safe nach da. Mach das stark. Immer verladen. Stark. Machst du sehr gut, Daniel. Dankeschön. Damit führst du mit 3-2. Ich sag, den hättest du auch nicht gehabt in der Ecke. Totenstille hier in Köln. Niemand will halt verlieren. Ja, das ist, so ist es. Bruno hat seinen Endgegner gefunden. Letzter? Stimmt, letzter Elfer, ne? Ich muss treffen. Damit mache ich es jetzt auch nochmal spannend für Daniel. Aber Daniel hat jetzt alles auf seinem Fuß. Bruno, time to shine. Daniel, Junge, Glückwunsch. Dankeschön. Du hast mich geschlagen. Muss ich auch erstmal verkraften. Nein, machst du sehr, sehr stark. Zweite Challenge, glaube ich. Hast mich frisch gemacht, guter Antritt, guter Abschluss. Aber man hat gesehen bei Five Shot, deine Qualität auch brutal hoch, sehr stark. Qualität ist auf jeden Fall bei uns beiden vorhanden, du hast dich durchgesetzt. So ist es bei BeatFK, deswegen Glückwunsch. Danke. Der Pott wandert zu dir, das ist auf jeden Fall eine Menge. Natürlich unter anderem auch deine CR7-Schuhe, die du ausgesucht hast. Geil, dass du dabei warst. Damit hast du mich geschlagen, Daniel. Nochmal Glückwunsch an der Stelle. Für dich, für die Zukunft das Beste. Du bist noch sehr jung, hast schon sehr viel Potenzial, bleib gesund. Wenn ihr mitmachen wollt, dann bewerbt euch hier auf Instagram bei BeatFK. Schreibt uns, wie alt ihr seid, wie ihr heißt, wo ihr spielt, welche Position und am besten auch irgendwie ein Video von euch, damit wir einschätzen können, wie ihr kickt und dann hier die Challenges am besten auf euch zuschneiden können. Wobei ich glaube, hier haben wir es ein bisschen zu gut für ihn zugeschnitten. Ne? Sehr, sehr geil. Bleibt sportlich, bleibt gesund, genauso wie du. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. So, Sachen sind verpackt. Der Gewinner hat auf jeden Fall einiges abgeräumt. 1, 2, 3 Paar Schuhe. Uff. Farblich auf jeden Fall guter Geschmack. So, und ich ziehe jetzt los und werde denjenigen überraschen. Mit seinen geilen Geschenken. Ihr kommt mit. Servus. Servus. Hier haben wir Daniel. Pakete habe ich hier vorne für dich verpackt. Aber ich muss dir eins sagen, Göppingen ist ja richtig beschissen zum Fahren. Yeah. Junge, ey. Yeah. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich, glaube ich, echt Fahrrad genommen. Das nächste Mal, wenn einer aus Göppingen gewinnt, komme ich mit dem Fahrrad. Ja. Yeah. So, deine Sachen. Ich kann dir mal eins nach dem anderen geben. Ja. Yeah. Kannst natürlich reinschauen. Das sind eigentlich nur Nike-Sachen. Okay. Das ist, ich habe gedacht, das ist ein Ehrengeschenk, damit du dich auch weiterbildest. Ja. Falls es mit dem Fußball nicht klappt oder wenn du mal über 35 bist und keine aktive Karriere mehr anstrebst, dann liest du mal das vom Kloppo. Boah, das ist auch einiges. So, da sind auch nochmal Schuhe. Ah, Junge, die glitzern mehr als meine Zukunft. Und 2 Kandidaten haben sich ja Trikots gewünscht. Kannst du für dich nutzen oder halt verschenken, wie du willst. Junge, guck dir das doch mal an. Ah, das Auto gibt es natürlich dazu. Ja, das ist sehr gut. Was machst du? Welche Schuhe behältst du oder was machst du mit den Schuhen? Also ich werde wahrscheinlich alle behalten. Oha. Und immer mal abwechseln. Okay.
Aber auf jeden Fall sehr, sehr coole Pakete dabei. Ja, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß damit und viel Erfolg noch für die zukünftige Karriere. Dankeschön. Okay, hau rein, ne?